Die Cherry G80 ist unweigerlich eine der prägendsten Tastaturen für die Industrie, aber auch für das Hobby Custom Keyboards. Und ich persönlich bin ja ein 60% Enjoyer, daher gab es bisher für mich noch nicht die Möglichkeit, dieses Teil ja auch auf meinem Schreibtisch regelmäßig zu nutzen. Auch weil das Ding ja Vollplastik ist und ich eher ein Metallcase-Enjoyer bin. Aber das hat KBD-Fans sich zum Auftrag genommen zu verändern und wir haben endlich mal wieder ein G80-themed 60% Board, was ich vor einer geraumen Zeit gekauft habe, denn es war auch ein Group-Buy. Ich habe mittlerweile auch eine relativ passende Deskmat dafür. So sieht das schöne Stück aus. Leider alles recht schwierig zu bekommen, denn ich musste das Ding direkt von KBD-Fans bestellen, aber die hatten eine Rabattaktion. Dementsprechend habe ich da Versand gespart, weil ich das Ding mit jemand anderem zusammen bestellt habe. Danke nochmal an denjenigen, dass er noch ein bisschen länger für mich gewartet hat, denn ich wollte unbedingt die Winkeyless-Version haben, die ihr auch hier gleich sehen könnt. Die Verpackung an sich ist echt schön gemacht, leider kein Tragecase dabei, ist aber auch gar nicht so schlimm, hatte ich bei dem Board sowieso nicht vor, das großartig irgendwo hin mitzunehmen. Und hier haben wir das schöne Stück auch. Hat eine sehr raue Oberfläche, was ich ultra angenehm finde, dass gibt dem Ganzen nochmal mehr einen Vintage-Charme. Warum ist das Ding Winkeyless, also hat keine Windows-Tasten? Das musste einfach für mich sein, für die, ich sag mal, historische Korrektheit. Leider weicht das Case auch ein wenig ab hier mit diesem Piece auf der Rückseite, mit dieser eher so asiatischen Gravur, würde ich jetzt mal schätzen. Ist nicht so eine coole Designentscheidung, war mir persönlich aber egal, denn ich habe das Ding nicht für den Sound gekauft und auch nicht für den Look von der Rückseite, sondern dafür, was das für eine Präsenz auf dem Schreibtisch hat. Wir werden nochmal später dazu kommen, wie ich die ganze Tipp-Erfahrung und sowas einschätze, genauso wie auch den Sound der Tastatur. Wir haben hier das neue DZ60 PCB dabei von KBD-Fans, was relativ dünn ist, deswegen gibt es diese Stabilizer-Shims, denn die meisten Stabilizer sind auf 1,6 mm ausgelegt und mit denen kann man eben quasi per Spacer das Ganze dann auch mit normalen Stabilizer nutzen. Man braucht dann keine speziellen 1,2 mm Stabilizer. Warum das aber totaler Quatsch ist, werde ich euch später nochmal erzählen. Wir haben auch diverse Dämmmaterialien dabei und auch zwei verschiedene Plates. Die FA4 habe ich gerade vorhin schon ausgepackt. Hier haben wir noch die PC bzw. Polycarbonate Plate. Wir haben auch noch Stabilizer dabei und hier solche Shims oder Washer nennt man die, glaube ich. Genau, die heißen Washer für die Schrauben. Es ist quasi einfach nur zur Isolation. Und die Stabilizer sind von der Qualität her eher Mist. Ich weiß nicht genau, was das genau ist. Ich habe natürlich meine eigenen Cherry C3s genommen, die ich euch auch in der Videobeschreibung verlinkt habe. Lohnt sich sehr, die auf Masse zu kaufen, dann Teile davon zu verticken oder eben alle selbst zu nutzen. Hier haben wir noch die Gaskets und die Füße für die Tastatur, ein paar Schrauben, die vermutlich für die Stabilizer sind. Wie gesagt, habe ich nicht benutzt. Und nochmal so ein Schraubenzieher, der sehr sinnvoll ist, denn die Schrauben sitzen recht tief und man möchte natürlich ungerne das Gehäuse an der Stelle beschädigen. Hier haben wir unsere Stabilizer-Shims, also Spacer, Distanzhalter, würde ich mal sagen, kann man es auch nennen. Die kann man hier rausknipsen aus diesem Fiberglasmaterial. Wie gesagt, ist meiner Meinung nach völliger Quatsch. Ich finde es auch sehr schade, dass man so eine dünne Platine genutzt hat. Ich denke, ich werde die irgendwann noch tauschen, denn hier passen fast alle Platinen eigentlich rein. Also es gibt da das Warfling 60 PCB, aber ich habe noch einen Ziel 60 PCB, was quasi identisch ist. Dementsprechend werde ich das vermutlich benutzen. Das ist einfach mit einer normalen Dicke 1,6 mm und das gefällt mir persönlich sowohl klanglich als auch vom letztendlichen Nutzen dann ein bisschen besser, denn die Stabilizer-Tasten sind nicht ganz so gut geworden. Generell ist die Tastatur klanglich nicht am allerstärksten und eben weil wir hier eine recht flexi Plate haben, habe ich hier natürlich wieder eine Plate Fork benutzt. Die könnt ihr euch auch selbst kaufen oder selbst drucken, da gibt es Open Source Designs, kann man sich natürlich auch selber designen, wenn man darauf Bock hat, aber warum soll man das machen, wenn es das schon gibt? Werde ich auf jeden Fall mal wie immer den Link zu Trashy in der Videobeschreibung lassen, der ist unter den Keyboard-Ständern zu finden. Da gibt es dann ein Video über ihn, wo ich so ein bisschen quatsche. Ist ein klasse Typ, kann man auf jeden Fall mal bei ihm bestellen. Die Stabilizer hatte ich schon im Vorhinein geloopt und habe hier noch die Gateron Oil Kings reingepackt. Keine MX Blacks,
Warum? Einfach, weil ich die nicht für das Bild verwenden möchte, ehrlich gesagt. Ich weiß und wusste auch schon von Anfang an, dass der Klang da nicht so richtig gut werden wird bei dem Board. Werde ich euch gleich auch nochmal mehr Ruhe erzählen. Wir bauen das Ding in der Gasket-Mount-Konfiguration. Man kann es auch als Top-Mount bauen. Den typischen G80-Mount, der wird hier nicht wirklich verwendet. Finde ich ein bisschen schade. Es wäre natürlich cool gewesen, hätte man das Ding einfach auch Plateless benutzen können. Allerdings ist das hier ein wenig mehr zeitgemäß, beziehungsweise trifft einfach mehr den aktuellen Trend. Da verstehe ich die Designentscheidung auch an der Stelle. Dann würde ich sagen, bauen wir die Tastatur mal fix zusammen. Die Klebefüße habe ich schon drauf gemacht. Aufschrauben geht doch relativ einfach. Ist einfach ganz normale Imbusschrauben, die da drin stecken. Sehr, sehr simples Design an der Stelle. Ich habe auch noch später einen Force Brake Mod hinzugefügt. Ob der jetzt so viel gebracht hat, weiß ich nicht, aber tut ja persönlich nicht weh. Das Daughterboard selbst ist einfach C3 Unified, also diese AI03-Version, die habt ihr wahrscheinlich schon in zig von meinen Videos gesehen. Finde ich immer nett, wenn es sowas gibt, denn bei dieser Tastatur ist es eben auch so, sollte mal irgendwann was im Innenraum kaputt gehen, sollte die Platine kaputt gehen, sollte das Daughterboard kaputt gehen, dann kann ich immer auf Open Source Files zurückgreifen und kann bei einem Platinenhersteller mir die anfordern. Das heißt, es wird nie dazu kommen, dass das Ding völlig unbrauchbar wird. Und ich habe hier übrigens das Daughterboard erstmal schön falsch montiert. Das ist auch so von außen gar nicht so ersichtlich. Aber natürlich, ja, kann man so den USB-Port gar nicht benutzen, kann kein Kabel reinstecken, ist mir dann im Nachhinein auch aufgefallen. Ich musste das Ding auch ein paar Mal aufmachen, denn wie ihr hier seht, das habt ihr gerade nur so ein bisschen gesehen, passen die Kabel von dem Daughterboard nicht so perfekt dadurch. Man muss das dann ein bisschen zurückziehen und man muss einfach ein bisschen gucken. Es ist nicht perfekt designt, dafür ist KVD-Fans auch als Firma einfach bekannt, dass sie sowohl in der Quality Control nicht so gut sind, nicht im Kundenservice und auch nicht so wirklich mit den Designs und auch natürlich letztens nicht so wirklich gut mit deren Entscheidungen, wie sie halt Boards verkaufen, denn es gab ja jetzt einen tierischen Tofu 60, also OG Tofu 60 Hype für das Teil, was noch Tray-Mount ist, weil es eben die Wooting 60 gab. Und jetzt greifen die Leute halt überwiegend auf Boards von Mechanisk und sowas zurück und da haben die auf jeden Fall gute Gewinne verpasst. Warum die das so gemacht haben, ich habe keine Ahnung, war eine super schlechte Entscheidung meiner Meinung nach. Draufpacken tun wir hier die XMI. Red Arabic Keycaps, denn meine Idee war, noch einen Cherry-Sticker oben drauf zu packen, um halt wirklich ja, den G80 Style so ein bisschen wiederzuspiegeln in dem Board. Ich muss sagen, der hält nicht besonders gut und ich habe ihn auch im Nachhinein entfernen müssen, weil er wieder, also weil er immer wieder ja, abgegangen ist und dann hatte ich irgendwann auch keinen Bock mehr. Das liegt halt wirklich an der rauen Oberfläche. Ich glaube nicht an dem Sticker, den verlinke ich euch trotzdem mal. Der ist nämlich für manche Builds ganz nett, wenn man jetzt eine alte Cherry G80 oder sowas restauriert, dann ist es schon cool, wenn man den drauf machen kann. Sieht einfach schick aus, ne? Wie man hier sieht. Ich habe auch, als ich die Folie abgezogen habe, habe ich erstmal schön diese Kirschenillustration mitgenommen. Aber so sieht es dann halt aus und es sieht einfach absolut klasse aus. Also auch so auf dem Tisch. Ich habe hier noch so ein Cherry G80 Numpad daneben gelegt, was ich mir letztens mal gekauft habe. Einfach so just for fun und sieht halt super schick aus. Wir hören uns jetzt erstmal den Soundtest an. Ich persönlich bin eigentlich ganz zufrieden, aber ja, mehr dazu später. Ob das einem jetzt klanglich gefällt oder nicht, ist subjektiv. Ich persönlich bin sogar sehr überzeugt davon gewesen und bin eigentlich genauso wie es ist ein sehr großer Freund davon. Ich habe mich auch ein bisschen anfreunden müssen damit und wie gesagt, ich werde eventuell noch mal kleinere Änderungen später vornehmen.
Dennoch bin ich so im Großen und Ganzen zufrieden. Da bin ich allerdings einer der wenigen. Ich habe viel Kritik gegenüber der Tastatur auf Reddit gelesen und auch die möchte ich hier irgendwo mit einfließen lassen, auch wenn man diese Tastatur hier nicht mehr wirklich kaufen kann. Ihr bekommt die allerdings noch ab und zu mal auf dem Gebrauchtmarkt und da vielen von meinen Videos sind die Gebrauchtmärkte verlinkt über meinen Discord, bekommt ihr in der Regel auch Auskunft darüber. Dementsprechend schaut euch das an, wenn ihr an der Tastatur interessiert seid. Gleiches gilt auch für die Keycaps, die kriegt man auch so gut auf dem Gebrauchtmarkt. Auch da werde ich versuchen, euch eine Alternative noch zu verlinken. Aber ja, ich habe für meine Keycaps 40 Euro bezahlt und die sind super nice. Allen in allem ein sehr, sehr geiles Bild. Sieht einfach richtig schick aus. Ich bin happy, wie es geworden ist und das war wieder eins der Boards, die mich richtig vom Hocker gehauen haben, als es dann einfach hier war und ich habe mich großartig gefreut und ich habe viele Tastaturen gekauft, die teilweise das Dreifache gekostet haben, die F284 von Geon oder die Bias TKL und beide waren einfach nicht ganz so mein Fall. Das ist halt subjektiv, ich möchte das nicht als objektiv richtig oder falsch darstellen. Wer Lust hat auf mehr Tastaturen, die viel Einfluss auf das Hobby hatten, kann mal auf der linken Seite sich das Video zur AI03 Polaris anschauen. Ein geniales Board aus heutiger und auch damaliger Perspektive. Und auf der rechten Seite findet ihr noch ein Video zur HHKB Pro 2, die auch einen sehr hohen historischen Wert für das Hobby und die Industrie hat. Ich danke euch fürs Zusehen und sage Ciao.